Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 1 im großen Finale. So, der ist weg. Es kommt da drüben einer gleich. Moment, Cold, Cold, Cold. Dafür brauche ich den Cold. So. Gut. Den hätten wir. Und jetzt hier gleich um die Ecke, den habe ich immer gehasst. So, läuft aber gut. Ja, das ist das große Finale. Ich freue mich tierisch. Endlich ist es soweit. Und, boah, ja, leider nicht auf unserem eigenen Spielstand, weil das ja mit den Waffenbesorgungen irgendwie nicht richtig geklappt hat. Aber hier seht ihr, eigentlich funktioniert das so, dass man sich da hinfährt und dann kriegt man hier die ganzen Waffen. Warum es bei uns nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Dafür spiele ich jetzt auf meinem privaten Spielstand. Wobei gesagt, mein privater Spielstand, einer von denen, ich habe nämlich 6 verschiedene, weil ich das Spiel 6-mal insgesamt durchgespielt habe. Das Let's Play wäre jetzt das 7. Mal geworden, aber die letzte Mission will er nicht, weil mir das ist mir einfach zu schwer ohne das Ganze. So, bei den Schießereien werde ich wahrscheinlich ein wenig ruhig sein, weil man muss sich wirklich konzentrieren, wo die ganzen Gegner sind. Und, Moment, ist da schon jemand? Weil ich weiß, eigentlich weiß ich, wo die Gegner sind. So, wer ist das jetzt hier? Schnell durchsprinten. Oh, Moment, normalerweise ist dort kein Glück gehabt. So, manchmal schießt da schon jemand auf einen. So, der ist weg. Einer weniger. Man kann auch die Schatz schon umschießen, aber ich will das Munitionsverschwendung jetzt. So. Nicht das Ganze mit der Thompson machen. Das ist nämlich Munitionsverschwendung. Glück gehabt. So, den da hinten machen wir erst mit dem Colt nieder. Colt ist eigentlich so mit die wichtigste Waffe in der Mission. Zweitwichtigste ist die Thompson für die Gegner auf der kurzen Distanz. Und auf der, beziehungsweise wenn mehrere sind und auf längeren Distanzen, nimmt man eigentlich immer den Cold. Im Moment läuft es aber super hier. Ich freue also eigentlich nicht zu meckern bisher. Ja, also mir hat es tierisch Spaß gemacht, das Let's Play einfach. Und ihr wart einfach nur spitze, ihr habt mich unterstützt. Es war ja mein allererstes Let's Play überhaupt. Moment, ist hier einer? Da drüben. Muss mich echt konzentrieren bei den Schießereien. Puh, gut, der hat die Scheibe getroffen, uns aber nicht. Wenn er die Scheibe trifft, ist es mir egal. So, ich wollte gerne die komplette Mission schaffen in nur einem einzigen Versuch. Und wenn ich es nicht schaffe, dann und die Folge Überlänge bekommt, ist mir das egal. Ich möchte die Folge unbedingt komplett hochladen, so wie mit allen Magma und Folgen. Also ich werde hier auch nichts zurechtschneiden höchstwahrscheinlich und um einfach zu zeigen, wie schwer die verdammte Mission ist. So, jetzt kommt hier gleich eine Granate. Und einige Gegner. So, in die Granate bin ich jetzt erstmal natürlich voll reingerannt. Wie man sich vielleicht vorstellen kann. Kommt noch einer, ich weiß es gar nicht mehr. Die Musik ist zumindest weg. Kommt wahrscheinlich auch keiner mehr. Nein. So, dann nehmen wir uns den Code. Laden die nochmal nach. So. Dann unseren Colt. Der liegt ja hier in Hülle und Fülle rum. Und dann rennen wir mal kurz hoch in die nächste Zwischensequenz. So. Die Jungs haben dich offenbar unterschätzt, Tom. Naja, hoffentlich haben sie dieses Mal mehr Glück. Jungs, passt auf, dass ihr nichts kaputt macht. Hier stehen jede Menge schöne, teure Sachen herum. So, jetzt wieder nach unten. Weil, wenn man da oben ist, ist man von allen Gegnern ausgeliefert. So. Dann hier von unten. Eigentlich kann man das alles gut mit dem Colt machen. Da ist der erste. So. So. Der ist auch weg. Laden wir die nochmal nach. Die Colt-Munition liegt ja hier genug rum. Von wo kommt der? Von dort. So. Ist der weg? Ich sehe es leider nicht.
Nein, ist er nicht. Komm, Colt, komm, Colt. Kriegen wir ihn? Jetzt haben wir ihn, glaube ich. So, wieder einen vollen Thompson. Jetzt vorsichtig hier hocharbeiten. Ja, ihr habt es gesehen, Sam ist ein Verräter. Er hat es von der Bank gewusst. Und Polly umgebracht. Und insgesamt eigentlich nur Schlechtes für uns gemacht. So, Moment, die Stelle hat sich hier. Hier ist ein Colt eigentlich mehr angebracht. So. Der ist tot, gut. Und dann weiter vorrücken. Nein, er war nicht tot. Jetzt ist er tot und ich habe immer noch kein Leben verloren. Oh, das ist ein gutes Zeichen, wenn man bis hier noch kein Leben verloren hat. So. Nachladen. Und den Thompson. Ja, er hat auch. Anscheinend hat die Familie erkannt, dass wir alle viele Aufträge, die wir gemacht haben, nicht richtig ausgeführt haben. Scheiße. Wie zum Beispiel, dass wir damals die Hure entkommen lassen haben. Oder indem wir Frank entkommen lassen haben. Ja, wir haben ja so einige Sachen gemacht, die der Mafia nicht gepasst haben. Das geht ja für eine Mafia natürlich mal gar nicht. Wir selber haben es eigentlich verstanden, warum er es gemacht hat, meistens. Weil es einfach immer seine Freunde waren. Aber für die Mafia, da gibt es eiskalte Gesetze und wer die nicht einhält, der muss eben weg. Und was ich nicht weiß, ist Sam jetzt eigentlich noch bei Salieri oder nicht? So. Musik ist eigentlich immer ein guter Anhaltspunkt hier in der Mission, wann Gegner da sind und wann nicht, weil man eigentlich weiß, wenn die Musik auf einmal aufhört, die spannende Musik, dann ist kein Gegner mehr da. So. Eigentlich geht es jetzt da drüben rein, dort ist nämlich Sam drin, aber da kommt man nicht rein, man muss sich erst durch die ganze Anlage hier durchkämpfen. Und das ist eigentlich das Schwerste von allen, aber mit 100 Leben, oh, sieht's gut aus. Moment, dann nehmen wir den Colt. So, der ist weg. Puh, das war jetzt eine Überraschung, als der da um die Ecke gesprintet kam. Oh, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wieder volle Munition auf den Thompson. So, hier sind jetzt alle, glaube ich, alle weg. Den Colt, den muss man nachladen. So, und weiter geht's. Die Gemälde kann man übrigens auch unterschießen, aber das ist alles Munitionsverschwendung. Wir hören die Dielen im Fußboden. Da ist mir noch nie aufgefallen. So, hier ist niemand mehr. Man sieht schon Mafia und sein und da darf man echt keine Gnade kennen und besten Freunde werden umgebracht. Der Spruch wurde ja selber letztens mal erwähnt und ich finde es schon, ja, eine tragische Geschichte eigentlich. Und, also den Kerl hasse ich, weil der hat eine Shotgun. So, man sieht's. Beziehungsweise man hat's gehört. Mit seiner Shotgun. Abgesägten Schrotflinte. Noch fieser als eine Shotgun. So. Irgendwo ist hier aber noch jemand. Und das Gemälde haben wir runtergeschossen. So, der ist weg. Gut. Jetzt wird's doof hier um die Ecke. Sam! Jetzt haben wir nur noch 62 Leben. Oh, 37 nur noch. Gar nicht gut. 33. Oh, oh. Das ist jetzt echt nicht gut. So, hier ist, glaube ich, auch noch jemand immer.
sich einmal umdrehen? Die sind alle weg. Gut, gut. Dann, ups, da haben wir einmal gepfiffen. Thompson. Ja, bitte eine volle Thompson hätte ich gerne schon. Naja, was heißt voll jetzt hier? Der Colt, der braucht noch mehr Munition. So, und ja, zurück zu Sam. Also Sam ist, sieht man, er ist ein Dreckskerl. Er hat uns verraten, es geht ihm nur um Geld und natürlich auch um sein Leben, was ja irgendwie verständlich ist. Aber dass man dann seinen besten Freund umbringen will, beziehungsweise es nicht mal selber machen will, ja, das geht schon ein wenig so weit. So, Moment. Wie war das jetzt hier? Da kam doch auch irgendwie eine Granate runter. Richtig, wusste ich doch. Und da ist der Heilungskasten, den werden wir uns gleich nehmen. So, wie habe ich das? Ich dachte, da wäre jetzt ein Gegner. So, gucken, gucken, gucken. Ist hier irgendwas? Ist hier was? Gut, der ist weg. Wenn man immer noch Einzelschüsse abfeuert, ist die Thompson eigentlich auch auf Distanz nicht schlecht. Moment, hier ist der Kinosaal, richtig? Oder der Vorstellungssaal für eine neue Oper. Aber da wollen wir jetzt nicht rein. Wir wollen zum Handlungskasten und uns dem finalen Kampf mit Sam stellen. Das wird jetzt diesmal. Sam ist nicht nur einfach ein normaler Gegner. Er ist echt sauschwer gemacht. Er trifft viel, schießt schnell und er trifft einfach auf Anhieb. So, ja, was ich jetzt noch sagen wollte, also Sam, ihr habt es gesehen, die Mafia, wir haben viele Sachen falsch gemacht. Das bedeutet, wir müssen eliminiert werden. Wir wurden haben quasi auch die Omerta gebrochen, jedes Mal. Und ja, dafür müssen wir jetzt bezahlen. Und Freundschaft darf man sich in der Mafia anscheinend nicht erlauben. Und ich finde einfach, das ist das Tragische an dieser Geschichte, dass man aufsteigt, indem man jemandem hilft und dieser eine dann einen umbringen will, weil man eben dem seine Gesetze nicht einhält. Das finde ich schon, ja, eine tragische Geschichte und das macht auch den Reiz von mir für die, an diesem Spiel aus einfach. Was gibt's denn an Mafia, an GTA, sowas gibt's da einfach nicht, so eine Geschichte. Und deswegen finde ich Mafia einfach absolut genial. Als ich das erste Mal diese Geschichte gespielt habe, dachte ich, ach so scheiße, was geht denn hier ab? Ich vermute, dass das den einigen von euch auch so gehen wird, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Dass dann auf einmal, okay, ihr habt ja in der letzten Folge schon gesehen, dass Sam Verräter war. Beziehungsweise uns, wegen Geld oder weil wir nicht mehr dann auf der Loser-Seite stehen, gemacht hat. Und ich glaube, das Fass einfach, wir hätten uns das alles erlauben können, hätten nur das Problem einfach, dass das Fass übergelaufen hat mit der Bank, dass wir dann quasi auf einmal der Denker waren und der Don will das nicht. So, und dann werde ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber jetzt machen wir erstmal hier das Finale. Ich wette, ich schaffe es wohl mit 83 Leben, könnte ich schaffen. So, und dann bin ich mal leise. Anscheinend hast du deinen neuen Partner unterschätzt. Vielleicht solltest du die Seiten wechseln. Es ist noch nicht vorbei, Tom. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen, Sam. Salieri hat auch dich gelinkt. Wovon redest du? Wir wären beinahe wegen dieser dämlichen Zigarren draufgegangen. Salieri wusste, dass der Job riskant war. Zwischen den Zigarren waren nämlich Diamanten versteckt. Und er wollte uns nichts davon abgeben. Deshalb wollte Pauli die Bank überfallen, weil er erkannt hatte, dass Salieri uns ausgenutzt hat. Er hat mir von den Diamanten erzählt, Tom. Er wollte sie nur geheim halten, damit niemand wusste, wo sie waren, bevor er sie verkauft hatte. Und die Diamanten hatten nichts mit der Tatsache zu tun, dass du Frank nicht getötet hast! Er hat die Omerta gebrochen. Was ist schlimmer, Tom? Woher weißt du, dass ich Frank nicht getötet habe? Mach dafür jemand anders verantwortlich, den du verschont hast. Du bist zu weich. Sie kam zurück in die Stadt und wir fanden sie durch Zufall. Scheiße! Tom, du weißt doch, dass man Frauen nicht trauen kann. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, die beste Freundin deiner Frau umzulegen.
Ich hätte es für dich erledigen sollen. Mich hat sie auch angefleht und geheult. Na, so haben wir gemerkt, dass auf dich kein Verlass ist, haben nachgeforscht und die Sache mit Frank rausgefunden. Sam, glaubst du wirklich, dass alles so enden muss? Es gibt noch eine Chance. Es gibt keinen Weg mehr zurück, Tom. Tut mir leid. So, ihr seht, ups, jetzt habe ich, fällt mir gerade auf, ich habe ja Sachen erzählt, die ihr eigentlich gar nicht, noch gar nicht kanntet, weil es wurde erst in dieser Zwischensequenz gesagt, das mit Sam und der Frau. Und, ups, ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Wie habe ich das immer gemacht? Das ist... wie habe ich das gemacht? Konnte doch immer von hier drauf schießen eigentlich. Weil wenn man direkt hier vorne steht, hat man keine Chance gegen den. Deswegen stehen die eigentlich immer hier. Ja, genau so habe ich es gemacht. So. Wo ist er jetzt hin? So, ja, und das finde ich eben, das ist nochmal das Tragische an der Geschichte einfach, dass es jetzt eigentlich, wo es noch eine Chance auf zurück gab, dass es dann eben doch nicht gab und das mit den Diamanten, anscheinend wussten das alle. Moment, habe ich den jetzt schon so stark verletzt, dass der abgehauen ist? Hä? Normalerweise flieht der doch immer erst viel später. Ja, dann folgen wir dem einfach mal, wenn vielleicht, naja, der ist doch jetzt nicht abgehauen. Nie im Leben. Ist da die Blutspur? Weil wenn da eine Blutspur ist... Oh. Das meine ich, er schießt verdammt schnell. So. Cold nehmen. Dann laufen wir jetzt zurück zu unserer Position. So, hier ist es. Ups, da ist noch eine Leiche. Laufen wir mal so rum. Wo ist der Typ? Ich hasse es, weil er immer abhaut. Nee, das war nur eine Statue. Ach, da ist die Blutspur, gut. Moment, normalerweise... Ah, wenn man dazu nah rangeht, geht die Blutspur hier rum. Normalerweise geht sie nämlich die Blutspur von dort nach hier. So, und wenn man jetzt nämlich hier langsam rangeht, dann kommt sie auf einmal um die Ecke gesprungen und dann... So, boah, geschafft. In einem einzigen Versuch. Boah. So. Hey, es ist wieder die gleiche Situation, Tom. Und wieder kannst du nicht entscheiden. Scheiße. Tja. Die Musik. Du hast es getan, aber die kriegen dich doch. Salieri wird dich kriegen. Er war auf deiner Seite, du Ratte. Du bist gefährlich, Tom. Und Pauli? Er war sich nie sicher.
dass du seinen Tod nicht vergeben würdest. Du musst dich verstecken wie ein Geächteter. Und eines Tages kriegen sie dich. Genau wie bei Frank. Die haben ihn gefunden? Du hast sein Leben nur verlängert. Aber schließlich haben sie ihn auch gefunden. Und Frank war der einzige wirkliche Freund des Don. Freundschaft ist einen Scheißdreck wert. Das ganze Geld. Nichts mehr wert. Epilog. So, ich werde nach der Mission noch ein bisschen was sagen. Dazu, zu der ganzen Geschichte. Dann waren sie das also auch. Sie zerstörten die Gemäldesammlung, die ein paar Millionen Dollar wert war? Nicht mit Absicht, aber es ist irgendwie passiert. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich konnte dort schnell verschwinden. Es war nicht ganz einfach. Ich war wirklich in Gefahr, aber ich schaffte es. Ich schnappte mir Frau und Tochter und verließ das Land auf der Stelle. Sam hatte recht. Wenn sie Frank in Europa gefunden und noch 5 Jahre nach seinem Verschwinden hingerichtet hatten, würden sie mich nach meinem Betrug nicht entkommen lassen. Und sie sind gewillt, all das, was sie mir jetzt gesagt haben, auch vor Gericht und gegen all diese Männer auszusagen. Denken Sie nicht, dass Sie die Sache dadurch nur noch schlimmer machen? Was Sie jetzt vorhaben, ist mehr als ein Vergehen. Es ist Hochverrat. Wenn diese Männer ins Gefängnis gehen oder besser hingerichtet werden, können sie sich nicht mehr an mir rächen. Wenigstens nicht so leicht wie in Freiheit. Ich bin bereit, gegen sie auszusagen, wenn sie mir unseren Schutz gewährleisten und meiner Frau, meiner Tochter und mir eine neue Identität garantieren. Wenn wir das alles schaffen, wird es der größte Prozess, den dieses Land jemals erlebt hat. Ein interessantes Angebot. Ich weiß nicht, ob es moralisch ist, jemandem wie Ihnen zu helfen. Aber ich schätze, das Resultat ist es wert. Ich denke, wir helfen Ihnen. Ich hoffe, ihr versteht Englisch und könnt die kurzen Sachen kurz selber lesen. Bis zum Prozess ging alles glatt. Ich saß in meiner Zelle und schrieb die Beweise gegen die Leute nieder, mit denen ich gearbeitet hatte. Und mit denen ich 10 Jahre lang befreundet war. Der Prozess war riesig und versetzte das Land in einen Schock. Salieri und einige seiner Killer wanderten auf den Stuhl. Die kürzeste Strafe betrug 8 Jahre. Ich verbrachte die gesamte Zeit in einer Zelle an einem geheimen Ort ohne Besucher. In der ganzen Zeit sah ich weder Sarah noch meine kleine Tochter. Aber es hat sich gelohnt. Norman besorgte uns eine neue Identität und schickte uns an das andere Ende der Staaten. Ich arbeitete als Fahrer für ein angesehenes Unternehmen. Wir begannen ein völlig neues Leben. Dieser Frieden wurde nur durch den Krieg unterbrochen, aber wir schafften auch das. Mr. Angelo? Ja. Mr. Salieri schickt Ihnen Grüße. Wissen Sie, die Welt wird nicht von geschriebenen Gesetzen regiert, sondern von Menschen. Entweder mit Hilfe der Gesetze oder nicht. Es kommt auf jeden Einzelnen an, wie seine Welt ist, was er aus ihr macht. Und man braucht eine gehörige Portion Glück, damit einem niemand das Leben zur Hölle macht. Und es ist nicht so einfach, wie man in der Grundschule lernt. Aber es ist gut, hohe Ideale zu haben und daran festzuhalten. In der Ehe, beim Verbrechen, im Krieg, immer und überall. Ich hab's versaut. So wie Paulie und Sam. Wir wollten ein besseres Leben
Aber am Ende ging es uns schlechter als den meisten anderen. Wissen Sie, es ist wichtig, das richtige Maß zu finden. Ja, Maß, das ist das richtige Wort. Der Typ, der zu viel erreichen will, riskiert, absolut alles zu verlieren. Und derjenige natürlich, der zu wenig vom Leben will, kriegt vielleicht gar nichts. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt gefallen. Also, ihr habt's gesehen. Die, die am Ende was haben wollten, die haben gar nichts bekommen. Ich finde, das ist die Moral eigentlich der Geschichte, dass eigentlich der... Man erreicht einfach nichts, mit indem man nur Gewalt droht. Weil alle berühmten Mafiosis, alle Staatsanwälte, die haben ja alle umgelegt. Was wollten die? Die wollten Macht. Haben am Ende nur den Tod bekommen. Und ich finde, das ist das Wunderschöne an dieser Geschichte. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich dafür, dass ihr immer fleißig zugeschaut habt. Und ja. Was ist das eigentlich für ein komisches Hintergeräusch? Habe ich so irgendwie auf dem Boxen. Weiß gar nicht, ob das vom Spiel ist. Naja, auf jeden Fall, was soll's. Ich hoffe, euch hat's genauso gefallen wie mir. Es wird auf jeden Fall Mafia 2 folgen. Das ist fast genauso geil von der ganzen Geschichte. Hat natürlich eine bessere Grafik. Und, yo. Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, was denkt ihr über die Geschichte? Ich finde sie einfach nur dramatisch, spannend, voller Spannungszüge, mit Höhepunkten, Tiefpunkten und es ist einfach nur absolut spitze inszeniert durch die Zwischensequenzen. Das ist das, was Mafia auszeichnet und ich hoffe, euch hat es gefallen. Damit verabschiede ich mich für Mafia 1. Es wird vielleicht noch ein Special kommen, wo ich dann mal alle Tode so hintereinander schneide und dann mal so einen Todescounter mache, wie oft ich gestorben bin. Oder es gibt jetzt eine freie Fahrt extrem, wo es so kleine lustige Missionen gibt, die so ein bisschen an GTA angelehnt sind. Und da werde ich vielleicht mal ein, zwei von zeigen, also Special vielleicht. Und jo, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich lasse hier noch den Abspann durchlaufen. Und dann bis zum nächsten Mal kann ich ja nicht mehr sagen. Weil das war's ja jetzt. Aber ich hoffe, wir sehen uns wieder in Mafia 2. Und dann, ciao. Also ich habe echt keine Ahnung, was das für ein Hintergrundgeräusch ist, als würden sich da Typen unterhalten. Ich habe doch aber kein Gespräch angenommen. Komisch, naja. Das finde ich einen coolen Spruch. Die Besitzer der Oldtimer, die uns technischen Informationen und Ratschlägen unterstützt haben, wie die Originalautos waren. Das ist geil. Wir müssen mal gucken, ob diese ganzen Webseiten, die hier aufgezählt sind, ob es die noch gibt. Planeten Mafia gibt es, glaube ich, noch. Die sind auf jeden Fall deutsche Fangemeinschaft und da gibt es auch ziemlich viel zu Mafia 2. Haben auch ein Forum, glaube ich. Was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? So, auf jeden Fall, ciao Leute und dann, ich hoffe, euch hat's gefallen.